Moin zusammen, hier ist Henri. Wir sind zurück bei unseren Griechen im Tutorial von Old World, in diesem Let's Learn Together, in diesem Angezockt. Und wir schauen hier gemeinsam auf die Armee Roms, die hier steht mit einigen Kriegern, Schwertkämpfern, eine Spezialeinheit hier in der Mitte und einigen Bogenkämpfern. Sie heißt es zu besiegen, unser Kundschafter hat sie ausfindig gemacht. Und ja, wir müssen jetzt weiter uns um den Aufbau unserer Armee kümmern. Sind, glaube ich, da ganz gut dabei. Haben das Jahr zuletzt abgeschlossen, haben alle Aufgaben erledigt, haben unsere Tochter verheiratet mit dem Prinzen, so heißt sie jetzt, Sopolis. Er ist auch unser Kanzler. Und ja, ich denke, wir dürfen jetzt gespannt sein, wie es weitergeht mit Rom. Bin mal gespannt, ob die sich überhaupt auch bewegen dort oder dort erstmal verbleiben. Wir schauen mal. Wir beenden das Jahr, damit wir weiter voranschreiten können. So, unsere Schleuderwerfer sind soweit fertig. Ja, ich denke, man könnte sie schon mal so ein bisschen irgendwie bewegen vielleicht. Ich denke, weiter ausbilden brauchen wir es nicht. Das wird auch immer teurer. Wir schauen mal nach einem General. Nicht so wirklich geeignet. Sie wird dann Syrakus nicht mehr verwalten. Nee, ich denke, da warten wir noch mal. Wir werden jetzt tatsächlich mit unseren Schleuderern so ein kleines Stück uns bewegen. Was haben wir hier? Das ist die Garnison, das ist die Kaserne. Dann werden wir sie mal hier auf die Garnison stellen. Und dort werden wir sie aber erst einmal belassen. So, dann die nächste Einheit hier, das sind unsere Krieger. Hier 300. Ja, ich denke, auch hier werden wir mal abwarten. Angriffsverteidigung. Stufe 3, 0 von 300. Aber die stehen doch auf der Kaserne. Sind in Nahkampfeinheit. Gut, warten wir mal ab, ob sie noch weitere Erfahrung gewinnen. Die Kaserne sollte ja einen Bonus geben. Auch diese Stadt ist aber ansonsten erstmal weiter beschäftigt. Und oh, wir haben jetzt hier unseren Streitwagen. Schaut mal, unser erster Streitwagen. Auch den werden wir dann mal befördern. Kampf blutdurstig gegen angeschlagene Einheiten standhaft oder wild. Gegen Infanterie. Ja, Streitwägen sind natürlich gegen Infanterie sowieso gut. Finde ich ganz gut. Werden wir mal befördern. So, dann ist die Stadt hier auch untätig. Dann ist die Frage, was wir als nächstes machen. Axtkämpfer 5 und 2, 4 und 2. Die Axtkämpfer sind besser, brauchen aber auch ein Jahr länger. Oder nochmal Schleuderer. Bisher haben wir nur eine Nahkampfeinheit. Ich glaube, wir gehen nochmal auf Schleuderer. Ja, wir gehen nochmal auf Schleuderer. Die haben natürlich nicht ganz so eine Angriffskraft. Aber wir haben bisher nur eine. Wir kriegen noch einige Hopliten nach. Aber haben, wie gesagt, bisher nur eine Fernkampfeinheit. Da würde ich nochmal auf die Schleuderer gehen. So, und dann ist die Frage, ob wir noch mit unserem Kundschafter etwas machen können. Hier hat er noch Pferde entdeckt. Ich glaube, hier können wir im Wald enden. Ja, das ist besser. Okay. Gut, dann denke ich, können wir das Jahr beenden. Herzog Meleagros, unser Bruder und unsere Schwägerin haben sich vermählt. Okay, alles klar. Hier ist der Streitwagen ausgebildet. Wir haben Befehle verkauft. So, jetzt schauen wir nochmal. Können wir mit unserer Tochter irgendetwas machen? Wir können sie zur Botschafterin ernennen. Ist, glaube ich, erstmal nicht nötig. Wir haben hier die Statthalterin. Ist ja auch immer sehr teuer, ne?
unsere Frau beeinflussen für 200 Gold. Nee, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wichtig im Moment. Ich habe das Gefühl, unser Alexander ist hier gut im Sattel. Unsere Frau, Moment nochmal, sie war doch Oberhaupt der Kirche. Können wir sie nicht... Wir konnten sie doch jemanden bekehren lassen, oder nicht? Wir benötigen mindestens zufrieden. Ach so, sie ist nicht zufrieden mit uns. Deswegen will sie das nicht für uns machen, okay? Aber beeinflussen können wir auch nicht. Also sie ist schon von uns beeinflusst. Ja, okay. Durch dieses Event, ihr erinnert euch in der letzten Folge. Okay, dann glaube ich, können wir hier im Moment nicht viel machen, auch hier. Tribut fördern von Rom. Das werden wir aber noch nicht machen. Und unser Kanzler. Den können wir nochmal beeinflussen, aber er hat ohnehin eine gute Meinung von uns einigermaßen. Nee, okay. Ich denke, da gibt es dann tatsächlich nicht mehr zu tun. Dann werden wir das ja erstmal beenden. So, die Familie der Seleukiden ist jetzt komplett konvertiert. Das ist doch auch gut. Und Hopliten aus Griechenland. Die Leute säumen die Straße und jubeln, als der erste Hoplit aus Griechenland durch das Stadttor marschiert. Jede Nation hat zwei einzigartige Einheiten. Griechenland hat die Einheiten Hoplit und Phalangit. Rom hat die Einheiten Hastatus. Ah, okay, das ist das, die Hastati, die wir da gesehen hatten. Hastati entsprechend der Plural und den Legionär. Ich werde mich weiter auf den Polemos gegen Rom vorbereiten. Sehr gut. Alexander der Vornehme sind wir jetzt. Und wir haben die Ambition realisiert, haben vier Gesetze, das vierte Gesetz erlassen, die Feste gebaut und den Hopliten ausgebildet. Sehr gut. Die Armee Griechenlands. Die Armee Griechenlands ist aus dem Süden eingetroffen. Ihr habt eine große Menge Ausbildung erhalten, um die Armee vorzubereiten. Befördert eure Einheiten und weist einigen davon Generäle zu. Bewegt mindestens 7 Einheiten eurer Armee zum hervorgehobenen Sammelpunkt auf der Karte, sobald ihr bereit seid. Okay. König Alexander der Vornehme hat eine neue Ambition, verlegt die Armee Griechenlands in das markierte Gebiet. Okay, okay, okay. Dann dürfen wir gespannt sein. Wir schauen mal, wo ist unsere Bauarbeiterin hier? Sie hat diesen Tempel gebaut. Syrakus ist... Ach Gott, Gottes Willen! Schaut euch das an, was hier alles angekommen ist. Hilfe! Ja, alles klar. Ich dachte, wir müssen unsere Armee selbst vorbereiten, aber nein, okay, na gut. Da müssen wir uns das natürlich, also ich denke mal, das gucken wir uns zuerst an. Also, die Stadt ist untätig. Was machen wir als erstes? Ein Offizierslehrling. Passt, glaube ich, gut hier in Richtung Krieg. Das werden wir mal machen. So, dann schauen wir mal mit unseren... Ja, wir müssen gucken, ob wir am Ende noch Befehle übrig haben. Erstmal kommt es jetzt auf diese Armee drauf an. Wir werden sie nochmal befördern. Kräuterkundig. Zäh. Plus 10% in angeschlagene Spurenlese oder Fokus. Ehrlicherweise finde ich davon jetzt nichts so richtig mega, wenn angeschlagen. Plus 4, also heil schneller und führt zu heilkundig. Ein Trainingspunkt ist TP, ein Trainingspunkt pro Jahr.
Dann machen wir hier kräuterkundig. Und im Grunde würde ich hier auch gerne General hinzufügen, und zwar unseren Alexander selbst. Aber das geht jetzt nicht, weil die noch sozusagen beschäftigt sind mit ihrer Ausbildung. So, dann haben wir eigentlich hier unsere Schleuderer. Die werden wir mal einfach schon hier hinbewegen. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Hier sind die Hopfliten. Die könnte man noch hier, gut, da würden die Erfahrungspunkte bekommen. Auch die könnte man vielleicht nochmal befördern. Angriff plus 10 Angriffsstärke. Kampf bringt plus 5 Angriff und Verteidigung. Ja, finde ich ja insgesamt besser, ne? Die Ausgewogenheit. 25% gegen Belagerungswaffen und Schiffe. Ich denke, wir werden jetzt relativ viel noch unserer Punkte auf die Entwicklung unserer Armeen investieren. Die sind eigentlich schon ganz gut ausgebildet. Ah, schaut mal, jetzt hier haben die 10 Punkte bekommen, weil sie auf der Kaserne standen. Ja, okay. Besser als nichts, aber mit denen werden wir schon mal hier rüber marschieren. So, da ist dann noch ein Hoplit. Hier ist unser Streitwagen. So, da müssen wir jetzt mal gucken, was haben wir denn hier noch alles für Einheiten? Hier haben wir noch mehr Hopliten, jede Menge. Hier haben wir Reiter, hier haben wir Belagerungswaffen, hier haben wir Bogenschützen. Sehen unterschiedlich aus. Sind aber beides Bogenschützen. Okay. Gut, dann schauen wir mal auf die Reiter. Was können wir hier noch machen? Angriff. Blutdürstig. Gegen angeschlagen Schildträger. Besser gegen Fernkampfeinheiten. Wir gehen mal hier auf Angriff. Hier gehen wir auf Angriff. Die Hoplitendeckung. Spuren dieser Belagerer. Belagerer ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Nehmen wir hier mal die Belagerer aus. Pferdefluch gegen berittene Einheiten. Das muss man natürlich auch alles im Blick behalten, ne? So, was können die Belagerungswaffen noch? Kampf, Belagerer. Ja, ich meine, das ist natürlich optimal, ne? Genau, Nagern. Ja, das finde ich eher alles ein bisschen unnötig hier. Fernkampf finde ich ja Fokus irgendwie immer gut. Und Hochländer hatten wir schon. Hier finde ich Deckung noch ganz gut. Also meine Idee ist jetzt auch nicht alle irgendwie komplett durchzubefördern, sondern wir haben ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das sind schon, ja, eigentlich sozusagen schon viel zu viele, dass wir uns auch auf die 7 konzentrieren, oder sind das mindestens? Gute Frage. Drei Hopliten dann, die befördert sind, die Reiter, die Schleuderer. Hier wird noch ein Hoplit ausgebildet. Ich denke, den lassen wir dann in der Stadt stehen. Hier wird noch ein Schleuderer ausgebildet. Den lassen wir auch in der Stadt. Und hier muss dann noch jemand zur Verteidigung der Stadt nachziehen. Das heißt, wir können eigentlich alle, die wir hier haben, bis auf eine Armee, im Grunde nutzen für den
für den Kampf. Aber ich würde gerne noch eine zweite Runde machen, wo wir die wo wir ein paar Befehlshabern zuordnen und die anderen dann noch befördern. Und dann haben wir einige, die wirklich stark sind und so ein paar, die sozusagen noch nachrücken können. Dann können wir schauen, ob wir hier noch was Sinnvolles bauen können. Einen Weiler. Ja, ich denke, warum nicht? Das kann ja durchaus sinnvoll sein. Okay. Gut. Die Einheiten lassen wir dann erstmal. Und ich denke, mit unserem Kundschafter werden wir uns dann zurückmachen auf den Weg. Kommt er hier dann noch durch? Ne, den lassen wir hier stehen. Okay. Dann denke ich, können wir das Jahr beenden. Oh, und unsere Tochter und der Prinz Sopolis haben jetzt einen Sohn bekommen, Herzog Hephaistos. Sehr gut, und er ist der zweite in der Thronfolge. So, was hat sie hier gebaut? Wir warten aber erstmal. So, wir haben hier die untätigen Hopliten. Die bringen wir hier auf die Kaserne und da werden sie erstmal bleiben. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier vorgehen. Wir haben den Streitwagen. Hier wollten wir jetzt einen General hinzufügen und zwar unseren Alexander selbst. So, er hat aber auch eine Stadt verwaltet, nämlich diese hier, die jetzt auch untätig ist. Gibt es hier noch einen sinnvollen Statthalter? Ehrlicherweise nicht. Bringen die auch irgendwelche Vorteile hier? Was ist denn das für eine Familie? Das bringt ein bisschen Gold, aber ansonsten Unzufriedenheit. Brianda der Jüngere ist auch schon 63. Vielleicht stirbt er bald. Wählen wir erstmal ihn. Wobei, dann ist es auch unnötig, dass wir dann die Stadtpunkte ausgegeben haben. Nehmen wir den Mann. Besonders gut ist er ehrlicherweise nicht. So, dann ist die Frage, was machen wir hier? Ein Fallensteller. Das bringt dann... Haben wir eigentlich schon Luxusgüter? Ah, wir können hier schon Pelze schicken. Ja, das machen wir doch. Und dann ein Meisterdichter. Was, welchen Mali bringt er denn jetzt nochmal? Er bringt Mali hier auf das Thema Ausbildungspunkte, weil er träge ist. Dann werden wir das hier mit dem Offizierslehrling dann... werden wir das dann ausgleichen. So, die Bauarbeiterin ist auch fertig. Theater, ein Orakel. Ne, wir werden jetzt nicht so viel Stein für ein Orakel ausgeben. Vielleicht werden wir dann tatsächlich hier mal das Theater bauen. So, hier haben wir die nächste Einheit, die sich schon mal positionieren kann. Die werden stehen bleiben, die Schleuderer. Und dann haben wir hier unsere Hopliten. Die werden wir nochmal befördern. Das wird dann Kampf 2. Schildträger wild. Die Belagerungswaffen gegen Fernkampf. Schild gegen Fernkampf. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das werden wir auch nochmal machen. So,
unsere Berittenen, die haben schon Angriff. Dann kommen die noch Fokus. Die haben auch schon Angriff. Dann bekommen die hier Angriff 2. Wir müssen ein bisschen hier auf unsere Punkte schauen. Ich möchte ja noch Befehlshaber zuordnen. Wir werden eine Hopliteneinheit hier jetzt noch befördern. Ah, das kostet aber 200. Nee, nee, nee. Das ist mir dann zu viel, muss ich sagen. Dann werden wir mal schauen. Ich denke, wir werden 2 Belagerungswaffen mitnehmen. Wenn wir mit ein paar Einheiten uns schon mal bewegen. So, der neue Herzog wurde geboren. Die Mine ist fertiggestellt. Olynthos hat eine Einheit ausgebildet, Befehle verkauft. Und genau, das war noch die Info mit dem Kind. Einen Befehl haben wir jetzt noch. Kann da unser Kundschafter noch was Sinnvolles tun? Eigentlich nicht. Da können wir im Grunde eine Einheit noch. Ah, da können wir nicht hin, weil es besetzt ist. Kann das sein? Bewegen. Okay, gut. Und dann beenden wir das Jahr. Oh Gott, unsere Tochter gilt jetzt als Trunkene, hat viele Abende mit einem Krug Wein verbracht. Ernsthaft? Hat sie das von ihrem Mann? Der war ja auch ein Trunkenbold. Um Gottes Willen. So, unser Streitwagen mit Alexander an der Spitze. Ihn werden wir jetzt mal tatsächlich auch an der Spitze positionieren. So. Dann können wir sie überspringen. Hier haben wir jetzt, welche Einheit? Die Hopliten. Das sind aber nicht die besten. Da warten wir nochmal ab. Das hier sind im Grunde unsere besten Hopliten. Hier wäre ein General noch ganz gut. So, sie kann da nicht mehr Syrakus verwalten, aber da ist sie, glaube ich, wichtiger. Wir machen sie hier zur Befehlshaberin. Und dann werden wir... Achso, nee, mit der Armee noch nicht marschieren. Syrakus braucht einen neuen Statthalter. Das kann nur unser Alexander machen. Dann kann er die Streitwagen nicht mehr anführen. Nee, dann muss Syrakus ohne Statthalter auskommen. So, 300 Punkte haben wir jetzt noch. Dann würde ich sagen... Wen haben wir noch als General? Verlässt den Rat als Kanzler. Der Mann unserer Tochter. Er ist nicht besonders weise, ehrlicherweise, aber schaut euch mal, 15% wegen seines Mutes. Den werden wir hier zuweisen. Also hier hat er Angriffsstärke minus 2%. Aber er hat hier 6% Verteidigungsstärke und 15% wegen seines Mutes. Sehr gut, das werden wir hier mal auswählen. Dann brauchen wir aber auch eigentlich einen neuen Kanzler. Die Dame hier. Die ist gut. Die wählen wir aus. Was kostet uns das? 100 von den Stadtpunkten und 2 Befehle. Das können wir uns leisten. Was haben wir hier denn noch als... Achso, der Stadthalter in Syrakus, okay. Gut, dann müssen wir uns noch mal weiter um unsere Armee kümmern. 200 Punkte haben wir jetzt noch. Das heißt, wir können doch eine Einheit noch befördern. Dann machen wir hier Deckung 2. So, und jetzt müssen wir nochmal genau schauen. Diese Einheit kann sich bewegen.
Angriff, Fokus. Ich platziere mir mal hier hinter. Diese Einheit kann sich bewegen. Sehr angriffsstark. Sollte nach vorne. Kann es mal so durchgehen. Das ist welche Einheit? Das sind unsere Schleuderer. Unsere Elite-Schleuderer, will ich mal sagen. Nee, das sind die Hopliten. So richtig gut kann man das immer nicht erkennen, wie ausgewählt sind. Die sind das. Ja, das sind aber unsere Standard-Hopliten. Die bleiben erstmal stehen. Dann haben wir hier unsere Standard-Belagerungswaffe. Die bleibt auch nochmal stehen. So, das sind jetzt unsere Elite-Schleuderer. Die bringen wir mal hier noch ein Stück näher ran. Dann, das sind Elite-Axtkämpfer. Die bringen wir mal hier an die Seite. Das sind einigermaßen gute Hopliten. Der Pferdefluch. Die bringen wir mal hier vorne hin. So, das sind Bogenschützen. Wir haben aber auch nur noch 7 Befehle. Haben wir bessere Bogenschützen? Ja, hier. Dann überspringen wir euch. Du bist die Belagerungswaffe. Die bringen wir hier hin. Ah, die haben wir befördert, die Bogenschützen. Okay. Hier ist Offizierslehrling. Die können wir jetzt dahin bringen. Brauchen wir nicht so unbedingt. Die werden wir mal in den Hintergrund ziehen. Jetzt haben wir aber auch nur noch einen Befehl. Mit dem werden wir die dann ein Stück weiterbringen. Ja, und dann können wir demnächst noch diese Männer hier in Stellung bringen. Und ich würde sagen, dass wir dann hier noch so eine zweite Reihe aufbauen. Und damit können wir das Jahr dann erstmal beenden. So, der Familie der Kypseliden ist konvertiert. Sehr gut. Unsere Armee ist nun bereit für den Angriff auf die Römer. Okay. Das Ziel haben wir erreicht. Wir haben die Armee verlegt. Alexander der Ruhmreiche sind wir jetzt. Okay. Ambition erfüllt. Okay, jetzt geht es um die Eroberung von Städten. Nun ist die Zeit gekommen, euren Vater zu rächen. Erklärt Rom den Krieg und dringt mit eurer Armee in das Land eures Feindes ein. Euer Ziel ist es, eine Stadt der Römer zu erobern. Euch stehen einige Onager zur Verfügung, Belagerungswaffen. Belagerungswaffen sind Einheiten, mit denen Verteidigungsanlagen einer Stadt zerstört werden können. Um einen Onager einzusetzen, müsst ihr ihn in Reichweite Stadt platzieren. Ihr könnt den Mauszeiger über eine Einheit bewegen, um deren Schussreichweite mittels einer roten Linie darzustellen. Einige Belagerungswaffen, etwa die Onager, müssen in Feuerstellung gebracht werden, ehe sie angreifen können. Dies müsst ihr im Aktionsmenü der Einheit selbst vornehmen, indem ihr dort auf In Feuerstellung bringen klickt. Das ist okay, ähnlich wie das Verankern der Schiffe. Es wird ein Zug vergehen, ehe eine Belagerungswaffe in Feuerstellung gebracht ist und zum Angriff übergehen kann. Eure Armee umfasst auch einige Bogenschützen. Bogenschützen können Einheiten aus der Entfernung beschießen oder die Verteidigungsanlagen einer Stadt unter Beschuss nehmen. Die meisten Fernkampfeinheiten können sich innerhalb eines Zuges bewegen und feuern. Berittene Einheiten, darunter auch die Reiter in eurer Armee, haben die Fähigkeit Aufreiben. Wenn eine Einheit mit dieser Fähigkeit eine feindliche Einheit getötet hat, dringt sie auf deren Feld vor und kann einen weiteren Angriff auf eine benachbarte Einheit durchführen. Okay, sehr gut. Es ist möglich, mit einer Einheit mehrere feindliche Einheiten nacheinander und in einer Reihe aufzureiben. Berittene Einheiten eignen sich hervorragend dazu, ein Schlachtfeld regelrecht zu säubern, nachdem eure Fernkampfeinheiten einer feindlichen Armee schweren Schaden zugefügt haben. Ah, okay, verstehe. Setzt eure Onager und Bogenschützen ein, um die Stadtverteidigung niederzuschießen und niederzureißen. Wenn die Verteidigungsanlagen beinahe hinüber sind, könnt ihr eure Hopliten einsetzen, um die Stadt vollständig zu zerstören. Sorgt dafür, dass eure Reiter stets in der Nähe sind, damit ihr herbeieilende Feinde bekämpfen könnt. Okay, erobert eine Stadt der Römer. Das ist unsere nächste Ambition.
erstmal eine Stadt finden. Die wird irgendwo hier hinten sein. Ich bin aber ehrlicherweise mit unserer Aufstellung noch nicht ganz zufrieden. So, wir schauen erstmal auf unsere Städte. Sie hat jetzt hier die Garnison gebaut. Kann jetzt hier auch eine Feste bauen. Oder ein Theater. Kann sie auch nochmal irgendwo einen Bauernhof in Nahrung. Das ist auch nicht mehr so optimal. Ist ja noch ein gutes Feld für einen Bauernhof. 9,5. Hier. Ja, da werden wir nochmal einen Bauernhof bauen. Und auch sie ist fertig. Sie hat hier das Theater gebaut. Okay, sehr gut. Minen und sowas ist echt schwierig, ne? Dann werden wir auch hier nochmal einen Bauernhof bauen. Ja, und dann geht es jetzt hier um unsere Armeen. Vor allem hier diese Armee natürlich mit dem Befehlshaber. Die muss weiter nach vorne. Vor allem aber auch unsere verbesserte Belagerungswaffe. So, dann haben wir hier nicht doch noch die Hopliten mit dem Befehlshaber. Die bringen wir nochmal hier an die Seite. Schauen wir mal gerade 1, 2, 3. Ich glaube, das sind alle mit Befehlshaber, nicht wahr? Welche Armeen haben wir jetzt hier noch in der Hinterhand? Hier haben wir noch sehr gute Bogenschützen. Die würde ich gerne noch mitnehmen. Und dann diese Bogenschützen hier auch sozusagen im Aufmarschgebiet lassen. 4 Befehle haben wir jetzt noch. Den Hopliten bringen wir hier hin. Und dann hat er Erfahrung, genauso wie die hier. Und die Stadt ist auch beschützt. Die Stadt hier oben, da gibt es in einem Jahr Schleuderer zur Verteidigung. Das ist auch okay. Dann denke ich, können wir die hier noch weiter hinten ranführen. Ja, und mit dem, was wir haben, marschieren wir dann voran. Gut, wir können das Jahr beenden. So, dann haben sie Kriegsmaschinerie entdeckt. Schaltet Onaga frei, damit können wir sie auch selber bauen. Okay. Ein kostenloser Streitwagen. Zusätzliches Stadtkapital. Ein Ausbildungsboost. 800 Ausbildungspunkte in 4 Jahren. Oder der Streitwagen in 4 Jahren. Der kostenlose Streitwagen. Ich glaube, wir haben eh nicht mehr viel Zeit, jetzt auszubilden. 4 Jahre dauert das. Bis dahin haben wir fast 800 auch selber generiert. Die kommen natürlich on top. Wir können natürlich im Hintergrund unsere Armeen weiter verbessern. Also ich habe das Gefühl, dass wir mit der Anzahl der Armeen, wobei das wird uns empfohlen, dennoch, ich habe das Gefühl, dass wir mit der Anzahl der unserer Einheiten ganz gut unterwegs sind, wenn wir sie stärker machen können. Das machen wir. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir hier noch für Erinnerung? Statthalter. Ja, aber das ging ja nicht, ne? Luxusgüter können wir hier nichts machen. Ne, die müssen alle anführen, das geht nicht. Das gleiche gilt für Eregion. Eine Frau ist bereit für eine Mission. Wir können sie jetzt beeinflussen. Ja, wir dürfen natürlich jetzt aufgrund des Krieges auch noch alles andere nicht vergessen. Das machen wir mal. So, für Rieger müssen wir jetzt auch eine Produktion wählen. Stein ist, glaube ich, so ein Thema. 20 Nahrung. Nahrung ist auch immer noch
Nehmen wir hier nochmal einen Bauer. Nahrung ist immer noch ein Thema. So, sie hat hier den Weiler gebaut. Hier soll jetzt das Theater gebaut werden, so weit draußen. War das mit dem Weiler nicht so, dass der... Städtische Erweiterung. Was gab denn den Bonus für... War das der Speicher, der den Bonus für die Felder brachte? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich schicke sie mal hier hin und lasse sie hier einen Bauernhof nochmal bauen. So, und jetzt geht es um unsere Militäreinheiten. Hier ist Stadtgebiet, hier unten. Da müssen wir hinmarschieren. Was haben die denn für eine Reichweite? 4. Okay, das ist natürlich sehr gut. Dann würde ich sagen, wir... Fängt das Stadtgebiet doch schon an, ne? Forum Livi, das ist eine Garnison, das gehört doch zur Stadt. Ich würde sagen, wir stellen die hier. Ist das der bessere? Ja. Wir stellen ihn hier in den Wald. Und jetzt müssen wir ihn noch bereit machen. Da in Feuerstellung bringen. So, genau. Ja, und zum Schutz brauchen wir jetzt natürlich hier diese Einheiten. Die waren auch sehr kampfstark. Wo sind unsere guten Schleuderer? Die können von hier aus angreifen. Die stellen wir hier. Ja, und damit müssen wir jetzt offiziell den Krieg erklären. Indem wir hier in das Gebiet marschieren. Kommt hier auch noch hin. Können die eigentlich schon angreifen? Ne, irgendwie nicht. Müssen wir gucken. Okay, wir brauchen auf jeden Fall, denke ich, den zweiten hier. Hier haben wir noch extrem gute Bogenschützen. Die wir hier... platzieren können und dann hier durch unsere Schwertkämpfer noch abdecken können. Also hier mit den Reitern. Und auch nochmal sehr gute Reiter. Jetzt haben wir nur noch einen Befehlspunkt. Damit ziehen wir die hier noch weiter. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, das erste Mal, dass wir jetzt so einen Aufmarsch hier machen. Schauen wir mal. Wer können wir hier? Gut, wir haben jetzt eh keine Befehle mehr. Wir beenden das Jahr. Silbernes Jubiläum. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr in den Annalen der Könige und Königinnen von Kirchenland. König Alexander der Ruhmreiche, und das werden wir erstmal sehen, regiert nun seit 25 Jahren und feiert damit sein silbernes Thronjubiläum. Wie sollen wir uns auf die Feierlichkeiten zu diesem Freudentag vorbereiten? Bereitet ein königliches Spektakel vor, dass das Volk so schnell nicht vergessen wird. Reduziert Unzufriedenheit. Wir werden den Göttern für ihre Güte danken und ihnen weiteren Segen bereiten. Dann sind wir gesegnet. Okay, 10% Chance, Religionsüberhaupt zu werden. Oder ich will erneut heiraten. Wir sollen gemeinsam singen, trinken und das Leben erfreuen.
das ist nicht nötig. In Olynthus stattdessen aber Wachstum und Unzufriedenheit. Finde ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Also ein königliches Spektakel werden wir vorbereiten. So, Führungsfähigkeiten eines Oberhauptes. Einige Oberhäupter haben besondere Fähigkeiten, die euch während eines Krieges zugutekommen können. Diese Fähigkeiten sind vom Archetyp eines Oberhauptes abhängig. Alexander ist ein Held, dessen Spezialfähigkeit im Krieg ist es, eine Offensive zu befehlen. Um diese Mission durchzuführen, muss das Heldenoberhaupt General einer Einheit sein. Ja, das ist ja der Fall. Die Mission Offensive befehlen reduziert die Abklingzeit für alle benachbarten Militäreinheiten und ergänzt pro an der Mission teilnehmende Einheit ein Befehl. Das führt im Endeffekt dazu, dass ein Heldenoberhauptgeneral für ein wenig Ausbildung eine ganze Gruppe von Einheiten im selben Zug erneut angreifen lassen kann. Eine äußerst mächtige Fähigkeit. Klickt auf die Einheit, die von eurem Helden angeführt wird und wählt im Aktionsmenü auf der linken Seite die Mission Offensive befehlen aus, um die Mission zu starten. Okay, sehr gut. So, Olynthos ist untätig. Haben wir 6 Bürger. Sie haben jetzt hier den... Können jetzt einen Meisteroffizier machen. Dann denke ich, machen wir doch erstmal in der Richtung weiter. Aus der Offizierslehrling machen wir einen Meisteroffizier. So, die Dame hier ist untätig. Großes Zirokat soll gebaut werden. Nein, ich glaube, das ist nicht nötig. Minen und so weiter und so fort. Das funktioniert alles nicht. Steinbruch. Wir gucken mal, wo wir einen Steinbruch machen können. Gibt es irgendwas, wo wir mehr als 5 haben? Nee. Entsprechend ist es eigentlich wirklich egal. Dann gehen wir mal hier hin. Wir machen Steinbruch, auch wenn der nicht sonderlich effizient ist. So, die haben ihren Offizierslehrling. Dann denke ich, machen wir auch hier weiter. So, dann geht es jetzt um diese Einheiten. Ich bin mal gespannt. Ist sie bereit? Sieht so aus. Feuert sie dann dahin? Sind das Befehle oder marschiert sie dahin? Wir probieren das mal aus. Ja, sie marschiert dahin. Das genau will ich ja nicht. Aber wie greife ich denn jetzt diese olle Stadt an? Belagerungswaffe. Fernkampf minus... Nein, das ist natürlich blöd, dass wir sie ins Gebüsch gestellt haben. Ich will hier diese Stadt jetzt angreifen. Sag nicht, dass wir noch nicht nah genug dran sind. War das jetzt falsch? Hätten wir weiter ran marschieren müssen? Hier können wir den Arbeiter angreifen. Dann machen wir einfach mal. Und hier haben wir schon eine Schleuderereinheit. Na gut, jetzt müssen wir aber... Die kommt da nicht hin. Das ist jetzt zu weit weg, oder? 4, 1, 2, 3, 4. Warum kann die nicht angreifen? Okay, also das galt hier offensichtlich noch nicht als Stadt. Die werden wir jetzt mal in Feuerstellung bringen. Die hat, hä? Abklingzeit? Die hat angegriffen?
Okay. Das schließt sich mir jetzt nicht so ganz, aber okay. Eieiei, das hat wehgetan. Es war nicht so stark. Wir werden mal unsere Fernkämpfer hier noch in Stellung bringen. Hier haben wir die anderen Fernkämpfer. Ich glaube, hier sind die ganz gut auch sicher. So, hier kann natürlich nicht so viel kommen, ne? Die müssen sich ja erstmal hier so durchbewegen. Wir uns mal hier hinstellen. Den Krieger noch ein bisschen näher rangehen. Aber noch Befehle, ja. Dann gehen wir auch mit den Hopliten noch ein bisschen näher ran. Ja, das mit den Belagerungseinheiten ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Die müssen auf jeden Fall noch näher rangeführt werden. Die können hier noch angreifen. Und jetzt haben wir noch zwei Befehle. Die werden wir dann nutzen, um die hier näher ranzubringen. Und dann hier können wir nicht mehr angreifen, weil wir keinen Befehl haben. Daran wird es liegen, denke ich. Okay, dann können wir viel mehr auch nicht machen. Für die Ausbildung, wie war das denn? Brauchen für die Ausbildung befördern? Geht hier nicht. Fördern geht auch hier nicht. Ja, verbraucht auch Befehle. Okay, war eigentlich klar. Gut, dann können wir die Runde beenden. Dann bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Ob das jetzt hier so der allerbeste Start war. Irgendwie das hatte nicht funktioniert. Wir werden sehen. Die Einflussmission von König Alexander hat zu einem Ereignis geführt. Okay, das war jetzt was anderes. Einflussreiche Ideen. Berichte deuten darauf hin, dass jemand an einem Hof Informationen mit Rom ausgetauscht hat und dass sich König Romulus der Siedler von Rom damit gebrüstet hat, dass er die Technologie von Griechenland einsetzen möchte. Als sie dieser Spur nachgehen, finden eure Spuren heraus, dass sie auf eine Nachricht zurückgeht, die Gemahlin des Herzog Xantippe an ein entferntes Familienmitglied in einer fremden Nation gesendet hat. Eure Wachen fangen eine weitere Nachricht ab, in der Xantippe, das ist die Frau unseres Bruders, dieses Familienmitglied bittet, jegliche Beteiligung zu verbergen, was den Verdacht nur bestätigt. Unter Tränen beteuert Romulus seine Unschuld und behauptet, die erste Nachricht sei ein achtloser Fehler gewesen. Fehler oder nicht, es bedarf einer Strafe. Okay, dann wird sie eingekerkert. Kann nicht heiraten, kann keine Kinder bekommen, von der Erbfolge ausgeschlossen. Kann sie brandmarken. Dann halten wir Disziplin. Streitwagen halten Erfahrung. Anbieten, den Fehler zu verzeihen. Nee, ich denke, das kommt in der Situation. Werden wir sie brandmarken, dann ist sie auf der Flucht. Aber wir erhalten Disziplin. Das ist sehr, sehr gut. Okay, dann schauen wir mal, was haben wir hier noch? Statthalter. Unsere Gemahlin. Achso, wir haben jetzt keine Botschafterin mehr. So, ich denke, als allererstes werden wir jetzt mal hier die Truppenmoral stärken. Das wird jetzt unser Alexander mal machen. So, Botschafter müssen wir uns jetzt wieder auswählen. Unsere Tochter. Minus 2 Disziplin Ansehen bei einer Religion, aber wegen ihres Charismas ist es gut bei einer Nation. Oder der Oligarch. Ist nicht besonders schlau, deswegen minus 8 Kultur. Aber Ansehen bei einem Stamm und bei einer Religion. Sie ist eine Rednerin. Das passt als Botschafterin doch eigentlich ganz gut. Wir wählen mal unsere Tochter hier aus. So, was können wir noch machen? Ja, die sind alle untätig.
Okay, das wissen wir. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weiter vorgehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, die haben jetzt hier angegriffen. Und die haben angegriffen. Okay. Dann machen wir jetzt mal weiter mit unseren Fernkämpfern. Noch mehr Fernkämpfer. Die Hopliten werden hier die Arbeiterin entfernen. So, haben wir noch Fernkämpfer? Die haben angegriffen. Nicht mehr so viele. Wir haben den Streitwagen. Können die denn nochmal angreifen? Ach ne, Alexander muss das erstmal machen, ne? Oh, sehr gut. Das bringt jetzt schon mal sehr viel. Dann werden wir hier rumreiten und dann können die die erledigen, in die Stadt eingedrungen. Ihr habt die Verteidigungsanlage der Stadt zerstört und besetzt jetzt eine Stadt der Römer. Wenn fremde Truppen in eine Stadt eingedrungen sind, bricht in dieser die Anarchie aus. Während dieser Periode geht die Stadt in den Besitz des Eroberers über. Ihr müsst eine eurer Einheiten während der Eroberung ständig in der Stadt zurücklassen. Während dieser Zeit wird die Anzahl der bis zur vollständigen Eroberung verbleibenden Züge in der Stadtleiste angezeigt. Sobald ihr die Kontrolle über eine Stadt in Anarchie erlangt habt, könnt ihr auswählen, welche eure Familie in diese Stadt übernehmen soll. An diesem Punkt gehört die Stadt bereits euch. Sehr gut. Man kennt uns nun unter dem Namen Alexander der Herrliche. Und damit haben wir auch diese Ambition erreicht. Es ist Zeit, Rache für euren Vater zu nehmen, Alexander. Führt das mächtige Heer Griechenland an und vernichtet Rom, indem ihr ihre verbleibenden Städte erobert. Ich werde Rom erobern, indem ich alle römischen Städte einnehme. Okay. Das ist damit die nächste Ambition. Ich denke mal, es wird noch eine sein, aber das war jetzt einfach. Hier werden uns jetzt einiges mehr an Armeen gegenüber treten. Von daher denke ich, wir sollten uns mal so ein bisschen um die kümmern, die danach kommen. Die lassen wir hier immer noch stehen. Aber das wird ja auch grün angezeigt, die Kaserne. Achso, weil es eine andere Einheit war. Wie gesagt, die lassen wir hier stehen. Die sollen Wache halten. Aufwachen, wenn ein Feind innerhalb von 5 Feldern auftaucht. So, sie hat diesen Bauernhof gebaut. Was wird jetzt vorgeschlagen? Eine Feste, das bringt uns nochmal weitere Befehlspunkte. Das ist eigentlich ganz gut. Hier haben wir die Garnison. In dieser Stadt haben wir auch noch keine Feste, ne? Dann machen wir das mit ihr hier. So, wir schauen nochmal hier, was wir machen können. Hoppala. Kann denn unsere Tochter machen? Waffenstillstand? Nee, das wollen wir nicht. Kann jemand ein... Ups. Oh nein, jetzt haben wir gesagt, sie sollen die... Jetzt haben wir ihr gesagt, sie soll die Kanzlerin einkerkern. Ach, shit. Kann man das noch... Geht das da auch? Ja, okay. Da ist eigentlich irgendwie kein Grund. Ne, okay, da gibt es auch nichts weiter zu tun. So, die Reiter wurden angegriffen. Der Bauernhof ist fertiggestellt. Es gibt Unzufriedenheit in den Städten. Die Mission haben wir erreicht. Eine neue Ambition. Bonuseffekte, Errungenschaft. Das haben wir uns gerade angeschaut. Ja, der Kundschafter. Der bleibt da einfach erstmal stehen. Und jetzt ist ein bisschen die Frage. So, hier herrscht jetzt Anarchie. Ah, hier unten ist dieser Balken, glaube ich. Hier müssen wir jetzt eine Einheit stehen lassen. Die Frage ist jetzt, mit welcher marschieren wir weiter? Die haben alle angegriffen. Hier haben wir ganz gute Krieger. Mit denen können wir schon mal weiter marschieren. Die Hopliten stellen wir dahinter.
unsere Belagerungswaffen. Wir gehen die Einheiten so mal durch. Können die sich bewegen, obwohl sie angegriffen haben? Ach, das waren die Hobbliger. Ja, manchmal kann man das schlecht erkennen, finde ich, welche Armee ausgewählt ist. So, ihr seid hier in Syrakus stationiert. Euch werden wir auch mal auf Wache schicken. So, hier haben wir Bogenschützen. Die müssen wir so langsam nachführen. Haben wir die in Wache? Ich weiß es nicht genau. Aber schaut mal, die haben schon 50 von 100. Das ist sehr gut. Haben wir hier denn noch welche, die wir bewegen können? Hier haben wir Bogenschützen. Die müssen wir nachführen. Genauso wie diesen Hopliten. Genauso wie diese Bogenschützen, die können bis hierhin. Ja, dann können wir eigentlich nur noch das Jahr beenden. Machen die keine Wache? Doch, die sollen auch Wache halten. Ich hoffe, das funktioniert dann trotzdem, dass sie hier richtig stehen. Dass sie dann da trainieren. Das müssen wir uns mal anschauen. Okay, gut. Damit hat dann der Krieg hier gegen Rom begonnen. Und den werden wir dann in der nächsten Folge weiterführen. Ich bin mal gespannt. Ganz schön komplex hier auch das Thema Kriegsführung. Mit diesen ganzen Spezialfähigkeiten, die die Einheiten erlernen können, die dann entsprechend zu platzieren, das Gelände mitzunutzen, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Macht das aber auf eine ziemlich coole Art und Weise auch sehr spannend und herausfordernd, wie ich finde. Schöne Mechaniken und Boni- und Mali-Systeme, die man optimal so miteinander verknüpfen kann. Das ja, finde ich eine sehr spannende, herausfordernde Sache. Vielleicht kleiner Fun-Fact, ich sehe gerade, unser Bruder Herzog Meleagros, er ist geistreich und gleichzeitig verrückt. Auch interessant. Gut. Also, mit diesem kleinen Fun-Fact über unseren Bruder, sage ich erstmal Ciao, freue mich auf die nächste Folge. Vielleicht die letzte dieses Angezockt, dieses Tutorials hier in Old World mit unseren Griechen und Alexander, der Herrliche, wie er mittlerweile heißt. Also, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, macht es gut. Euer Henri.